Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Wir beantworten eure Fragen getrennt. Ihr seid neugierig. Euch habe ich zu verdanken, dass ich jedes Mal wieder Fragen beantworten darf über mein persönliches Leben. Aber ihr wollt ja wissen, also werde ich beantworten. Falls ihr nach diesem Video Bock habt, noch ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen. Kevin und ich haben einen Podcast aufgenommen zum Thema Liebe, Beziehung, Sex. All diese Themen haben wir besprochen in einer Stunde Podcast und deswegen verlinke ich euch das unten in der Infobox und halte jetzt meine Schnauze und wünsche euch viel Spaß. Wer kann weniger lange ohne den anderen? Gute Frage. Ich glaube, das Längste, was wir getrennt waren voneinander, war eine Woche. Ich glaube, es kommt bei mir ein bisschen auf die Zyklusphase an, aber der Erfahrung nach ist Kevin der Erste, dem es dann doch sehr wichtig ist, dass wir wieder an einem gemeinsamen Ort sind. Ich bin schon ein recht anhänglicher Typ, sage ich ehrlich, wie es ist. Jaco hat sich, glaube ich, sonst nicht so als anhänglichen Typen wahrgenommen, ist sie aber trotzdem. Aber ich bin so oft auch ganz viel gefangen in meinem Alltag und in meiner Arbeit, dass ich das, glaube ich, länger hinkriegen würde. Ich glaube, wir können beide, wenn es drauf ankommt, auch gut ohne den anderen. Also wir liegen da nicht auf dem Boden und sind dann unbrauchbar, weil uns unsere bessere Hälfte fehlt. Aber ich glaube, wenn es drauf ankommen würde, könnte ich länger ohne sie als sie ohne mich. Hat euch jemals euer Altersunterschied Probleme gemacht? Nee, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn diese Frage kommt, weil ich total vergesse, dass wir einen Altersunterschied haben. Um ganz ehrlich zu sein, wenn mich nicht ständig unsere Mitmenschen daran erinnern würden, dass der Altersunterschied besteht, würde... Also, der ist mir nicht klar im Kopf. Kevin ist Kevin. Der ist für mich nicht jünger, der ist halt Kevin. So, aber wenn neue Leute uns kennenlernen und dann wird ja gefragt, wie alt bist du? Und wie alt bist du? Ja, 4 Jahre seid ihr auseinander. Interessant. Das ist ja auch ungewöhnlich. Das finde ich ganz schön sexistisch von euch da draußen, weil wenn das andersrum wäre, wäre das jedem scheißegal. Der Typ 28, die Mädel 24, vollkommen normal. Andersrum, das ist ja aber so, weiß ich auch nicht, ob das das für mich wäre. Ist am Ende des Tages auch nur eine Zahl und diese Zahl steht nicht für meine oder Jakos geistige Reife. Also Alter hat nichts mit, ne, damit zu tun. Ich glaube, es kommt auch drauf an, wie man da so im Kopf zu steht. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel Girls, habe ich auch schon oft Nachrichten bekommen, die haben im Kopf, wenn einer älter ist, ist es der Typ. Was sind eure innersten Träume für die Zukunft? Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so super krasse Träume habe, wo ich sage, das muss in Erfüllung gehen. Sondern alle Dinge, die ich mir fürs Leben wünsche, sind Dinge, die ich mehr oder weniger jetzt eigentlich auch schon machen könnte, aber vielleicht aus, weiß ich nicht, strategischen Gründen oder zeitlichen Gründen gerade einfach so nicht tue. Ich weiß nicht, ob Jaco das an dieser Stelle auch gesagt hat, aber es ist trotzdem einer, den wir, glaube ich, gemeinsam haben, ist irgendwann mal so einen kleinen, süßen Bauernhof irgendwo im Nirgendwo mit Tieren. Ich bin da ja ganz materialistisch, ne? Und ich sehe mal ein Haus und das Haus hat auch einen Whirlpool, weil wie ich schon mal in einer Sprachnachricht in einem Podcast gesagt habe, der einzige Traum, den ich im Leben besitze, ist ein Whirlpool. Riesengarten mit Pflanzen, also Tomaten, Gurken etc. Natürlich. Aber wenn ich jetzt keinen Whirlpool habe, dann sterbe ich halt auch nicht. Ich stelle mir halt so ein schönes, lockeres Leben vor. Schönes, offenes Haus, wo viel Licht reinkommt. Zwischendurch verreisen, dann wieder zu Hause arbeiten und die Arbeit macht auch Spaß und ist kreativ und... Eigentlich wäre es auch schön, wenn immer Sommer wäre. Ja, so wie so in so einem Film möchte ich eigentlich leben. Eigentlich möchte ich ja auch gar kein deutsches Haus. Ich möchte ja ein amerikanisches Haus. Weil immer, wenn ich amerikanische Serien oder Filme gucke, dann haben die genau die Häuser, die ich will. This is Us. Solche Häuser will ich haben. Grace und Frankie. So ein Haus möchte ich haben. Gibt es Momente, in denen ihr euch für das Verhalten des anderen schämt? Ich wette, Jaco hat in dieser Situation zu dieser Frage ja gesagt. Ja, ständig. Wahrscheinlich hat sie sowas gesagt wie, ja, wenn er betrunken ist und dann plötzlich so viel redet, wie er sonst in einem Jahr redet oder sich total kindisch benimmt. Und dann sage ich das aber auch. Dann sage ich, hör auf, du bist eine Schämung. Aber das interessiert ihn dann meistens nicht. Ganz ehrlich, fällt mir keine Situation ein, in der ich mich jemals für Jaco geschämt hätte. Sogar betrunken weiß sie sich mehr zu benehmen als ich. Das erste Mal kacken, wenn der andere im Haus ist.
Das ist keine Frage. Da fehlt also erstmal falscher Satzbau. Zweitens fehlt das Fragezeichen. Und drittens weiß ich nicht, was ihr von mir wollt. Als Kevin und ich uns kennengelernt haben, hatte ich Verstopfung. Warum das so wichtig ist und ihr euch fragt, warum ich euch diese Information gebe, ist, weil es nicht so war, wie es im Normalfall war, dass man mal ein paar Tage nicht auf die Toilette kann, sondern es war in einem Zeitraum, wo man sich Sorgen macht, ob man daran sterben kann. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass es etwas gibt, das nennt sich Konterdurchfall. Das war jetzt nichts Besonderes, als dass ich da jetzt noch irgendwie groß was zu erzählen könnte. Ich kann einfach nur sagen, dass auch wenn ich die Dusche angemacht habe, ich mir relativ sicher bin, dass das ganze Haus es mitbekommen hat und ich am Ende die Wand putzen musste. Findet ihr es manchmal auch ganz schön, alleine im Bett zu schlafen? Auf jeden Fall. Ich liebe das. Klar. Also hier bei Jackos Eltern haben wir zum Beispiel nur ein 1,40 Bett. Wenn ich da noch mal alleine drin schlafen kann, finde ich das ziemlich gut, weil man da dann ja doch ein bisschen enger liegt, ne? Und sich nicht so viel drehen und wenden kann. Aber wir haben in Berlin haben wir ein 1,80 Bett. Da muss ich sagen, macht, um ehrlich zu sein, keinen großen Unterschied. Wobei ich sagen muss, dass ich dann trotzdem immer auf meiner Seite liege und nicht in der Mitte. Wer plant mehr für eure Reisen? Wer ist organisierter? Schwer. Beide? Auf jeden Fall ich. Gar keine Frage. Im Sinne von, Jaco plant mehr im Vorfeld. Also, wo fahren wir hin? Was wollen wir uns angucken? Also nicht, dass ich da nichts mache. Aber sie macht da auf jeden Fall mehr. Zum Beispiel, wenn es um die Hinreise geht oder das Packen oder so, da bin ich absoluter Perfektionist. Also ich kann euch jeden Staubkorn sagen, der in meinem Rucksack ist, wenn wir das verlassen. Aber während der Reise selber würde ich sagen, bin ich organisierter, weil das hat sich immer mal so eingespielt, dass ich einfach während der Reise so die Verantwortung für die Papiere und das Geld übernehme. Ja, Kevin wird gar nichts planen. Der wird irgendwo ankommen und dann wird er da bleiben. Und wird gar nicht, ja. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann wird er da wieder wegfahren und hätte vergessen, dass man ja noch was anderes machen kann, als zu chillen. Während der eigentlichen Reise bin ich dann der Organisierer und Planer. Wer wäre bei euch das strenge oder das lustige Elternteil? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, vom Prinzip her bin ich prädestiniert dazu, das strenge Elternteil zu sein, was ich niemals gedacht hätte, weil ich eigentlich in jeder Beziehung vorher immer der super lockere Part war. Und jetzt auf einmal bin ich bei uns so der neurotische und vorsichtige und strenge Part. Ich habe eine völlig neue Rolle in dieser Beziehung gekriegt. Ich komme aus einem relativ strengen Haushalt. Jaco kommt aus einem weniger strengen Haushalt. Deswegen glaube ich, ich kann gut mit Kindern, wenn man das so über sich selber sagen darf. Aber ich glaube, wenn es um meine eigenen Kinder gehen würde, würde dann doch ein bisschen die Erziehung meiner Eltern durchkommen. Ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass ich der strengere Part bin, aber ich habe mir fest vorgenommen, es nicht zu sein. Ich werde einfach die Rolle nicht besetzen. Ich werde einfach so lasch sein und alles erlauben, dass er der Strenge sein muss, weil ich will der gute Cop sein. Ich kann es aber, um ehrlich zu sein, nicht wirklich einschätzen, weil ich mich aber auch gut als der lustige Elternteil, der dir heimlich die Schokolade schiebt, vorstellen kann. Das muss man von Anfang auch ein bisschen durchdenken und planen, damit der andere sich nicht gemütlich machen kann in dieser Situation. Versteht ihr? Ich glaube, das ist so situationsbedingt. Ich glaube, es gibt so Dinge, da wäre ich strenger. Das sind wahrscheinlich so Sachen wie Süßigkeiten nach dem Essen oder so. All die Sachen, die mir halt so beigebracht wurden. So Medienkonsum maximal so und so lange am Tag. Und dann gibt es aber, glaube ich, Sachen, da wäre ich viel lockerer und sie dann aber dafür strenger. So wie wenn ich auf Reisen bin. Ich stelle mich einfach dumm. Der denkt auch bis heute, dass ich den Fernseher alleine nicht ankriege. Ich kann es mir selber so schlecht vorstellen, wie ich wäre, wenn ich Kinder hätte. Aber irgendwie, wenn ich an mich als Vater denke, denke ich irgendwie an strenger. Alte Schule. Ohne Kloppe. Ich habe es einfach nicht eingesehen, einfach alle Aufgaben zu übernehmen. Auch auf Reisen. Ich verliere Sachen. Er muss alles auf alles aufpassen. Ich kann auch nicht meinen Reisepass eigenständig vorzeigen. Sowas geht nicht. Das sind alles Sachen, die kann ich nicht. Und wenn wir ein Kind kriegen, dann kann ich auch dann nicht streng sein. Vielleicht funktioniert es. Wer von euch beiden ist der Herr im Haus in der Beziehung?
kann man nicht beantworten bei uns. Ja, gar keine Frage. Jaco wird wahrscheinlich sagen, ich. Also nicht ich, sondern sie. Nein. Hat sie nicht. Hat sie einfach nicht. Auch wenn sie das denkt. Also manchmal tue ich aber so, als ob ich es nicht wäre, damit er denkt, dass wir gleichberechtigt sind. Ich glaube, wir sind da ziemlich auf Augenhöhe. Und das funktioniert ganz gut. Aber ich habe sie auch nicht unbedingt an. Manchmal sagt sie, wo es lang geht. Und manchmal sage ich, wo es lang geht. Und dann habe ich so das Selbstbewusstsein wieder aufgebaut. Manchmal versuchen wir beide zu sagen, wo es lang geht. Und dann prallen wir aufeinander. Aber wirklich klassisch, einer hat die Hose an, einer der andere folgt. Das ist, glaube ich, eher nicht bei uns. Das ist so ein, und worauf hast du Lust? Ah, worauf hast du Lust? Und dann sprechen wir und dann finden wir Kompromisse. Wir sind eher so keine Diktatoren in der Beziehung, eher Kompromissmenschen. Demokratische Beziehung. So kannst du alle Entscheidungen treffen, aber die anderen denken, dass sie diese Entscheidung auch getroffen haben. Man muss da auch gucken, dass man, dass das alles so ist, wie man selber das will. Aber sie hat 51%. Ich habe 49%, sie hat 51%. Ja, Leute, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Bock auf den Podcast habt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde es sehr cool geworden. Ich verlinke ihn euch in der Infobox. Ansonsten hier noch weitere Videos von uns. Ihr seid süß, ihr seid klein. Abonnieren nicht vergessen. HD Tschüss.